ist das schief? Das ist in deiner Wohnung richtig schwer zu beurteilen. Bist du ready? I'm ready. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal! Ja! Auf ihrem Kanal. Heute habe ich meinen Schatz dabei. Mein Bestie-Bestenheimer, Nick Mü. Hallo. Heute! Back at it again in dieser wunderschönen Location. Truth or Drink, it's time again. Bye, bye. Wir haben hier ganz viele Fragen in dieser schönen Backschüssel. Ein paar davon habt ihr mir auf Instagram bei Young Nello gestellt. Die sind auf jeden Fall alle ratchet, ich sag ehrlich. Ich weiß auch nicht, was ihr für Fragen von uns hören wollt. Und dann habe ich noch ein paar harmlose, normale. Harmlosere gegoogelt und die noch so da reingemixt, damit wir auch so einen schönen Mix haben. Ich würde sagen, cheers, cheers. Cheers, ne? Fangen wir erstmal so an. Wer fängt an? Immer der fragt. Ja, ich hab's gewusst. Und ich stell dir die Frage. Nein, du musst sie selbst beantworten. Selber beantworten. Das, was du jetzt ziehst, musst du selber beantworten. Okay. Erste Frage. Jesus Christ. Beschreibe dein Sexleben mit einem Songtitel. Kennst du Dying of Thirst von Kendrick Lamar? Ja, das ist es. Ja, okay, so schlimm. Fernbeziehung. Fernbeziehung. Bin froh, dass ich diese Frage nicht gezogen habe. Ich sag ehrlich. Ich nehme an, die hier runtergefallen ist. Ist es sein? Beschreibe den schlechtesten Sex, den du je hattest. Was für Fragen, Digga. Bedanke ich bei meiner Community. Einfach Schullandheim-Version. Ich schwöre, Junge. Die meistgestellte Frage war Bodycount. Ja, okay, chillig. Schlechtester Sex, den ich je hatte. Ich glaube, also so low-key muss das schlechteste Mal ja das erste Mal gewesen sein. Ja. Anfangszeiten waren jetzt nicht so stark, ich sag ehrlich. Ja, das ist so normal. Ich sag ehrlich, ich war bei meinem ersten Mal einfach sehr verwirrt. Wusste gar nicht genau, was auf mich zukommt. Ich hatte toten Schiss auch, dass es komplett wehtut. Und es war einfach komplett cringe. Es war einfach awkward. Es war sogar so unangenehm. Es tut mir leid an dieser Stelle, falls du das siehst. Dass ich wirklich über WhatsApp Schluss gemacht habe. Den nie wieder gesehen stimmt. Hab. Hast du mir mal erzählt. Und ich schäme mich bis heute. Das ist nicht die feine Art auf jeden Nee, Fall. Das war wirklich nicht die feine Art. I'm very sorry. Mach das nicht. Beschreibe deinen letzten Sextraum. Es geht auf jeden Fall hier direkt los mit das den ganzen Sex. Schul-Landheim-Fragen. Wirklich, ja, ich trinke einfach. Ich kann mich auf Real Talk nicht erinnern. Mein letzter Sextraum ist Ach, musst du zwei auch Tage her. Nö. Aber ich mache für Spice. What do we got here? Was ist eine Eigenschaft der anderen Person, die du gerne hättest? So eine große Auswahl. Boah. Das wird mir so tief in die Augen gestarrt, dass. Vielleicht deine Geduld, beziehungsweise die Kombination aus deiner Geduld und deiner Nicht-Reizbarkeit. Das ist sehr schön, dass du das dass du findest. So, ja, du kannst, oder auch generell, du gehst raus. Du triffst dich mit Menschen und sowas. Das kann, also ich brauche Überwindung dafür. Mhm. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Du bist so immer krass connected mit allen und sowas. Und das fällt dir sehr, sehr einfach. Und das ist auf jeden Fall krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du musst gar nichts dazu sagen. Du hast ja verloren. Ich kenn halt, das ist halt das Schlimme. Du musst erstmal die Fragen vorlesen. Wir sind ja auf YouTube, ja? Die Leute können nicht durch Papier lesen. Stimmt, ne? Erzähl der anderen Person einen Witz. Wenn sie lacht, muss sie trinken, sonst du. Und da wird mir jetzt zum Verhängnis, dass ich so richtiger Gen Z-Mensch bin, was mein Humor angeht. Also ich mag Memes und TikToks. Ich kenne keine Witze. Jetzt musst du kurz kreativ sein. Jetzt muss ich kurz kreativ sein. Das fällt mir so schwer. Lass doch googeln. Einen Witz? Darf ich einen Witz googeln? Siehst du das? Das ist dein Drink. Das ist Speichel, der aus meinem Mund getropft ist, als ich versucht habe, einen Eishilfe zu fangen. Geil. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Ja, scheiße. Wack. Das ist eine harte Challenge, einen Witz zu googeln, der lustig ist. Oh, ich hatte letztens so einen guten. Ich habe leider halt einfach ein Sieb genommen. Ist weg. Die guten Witze werden ausgesucht. Ich muss beantworten. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt schon durchs Papier King gelesen. King gefällt mir schon mal nicht bei der Frage. King. Das ist einfach die Frage. Das ist einfach nur King. Es gibt so viele.
Da traut sie sich nicht. Ach, dann immer mal einen ganz tiefen, ne? Hattest du mal so einen Upturn, dass du den Sex beendet hast, wenn ja was? Ich weiß, ja. Hattest du? Ah, ich kenne die Story. I'm a respectful young man. Teile nichts, außer mit dir halt. Das soll ich machen. Ja. Yeah. Next up, we got Celebrity Crush. Ja, das ist ja komplett harmlos und einfach. Wer ist mein Celebrity Crush? Ich weiß nur, wer meiner ist. Ist deiner? Ist es Brocky? Mein Number One Celebrity Crush hab Was ist das denn hier für Fake? Teddy, I guess. Wer ist mein Celebrity Crush? Irgendwelche heißen Basketballspieler. Über Deutschland hinweg so? Ace Rocky ist kleiner als ich. Beschwert euch nicht darüber, Digga. Das ist die einzige Sache, die ich heiß finde. Lasst mich in Ruhe. Skepta? Der ist groß. I wanna fucking slow with the lights on! Junge, Skepta ist einfach nur. Ich würde vieles smacken, aber wer ist mein Celebrity Crush? Was für Crushs kann man haben, wenn man selber Celebrity ist? Was war dein... Das ist nice. Muss ich das jetzt dir beantworten oder frage ich dich das? Was war dein erster Eindruck von mir? So, als wir geschrieben haben oder als ich dich das erste Mal gesehen habe? Als du mich das erste Mal gesehen hast. Weil das Schreiben davor, das war ja nur so hin und her schreiben, bis man dann auf einer Party zusammen war. Kleini. Schön, du warst ein Kleini. Ich war 18. Nein, du war, Nick war wirklich einfach ein Baby. Er hatte dieses süße kleine Babyface. Und mein erster Gedanke war auf jeden Fall, krass, du bist groß. Mhm, 25 Kilo leichter als jetzt. Ernst? Ja. Lol. Ich war übelst dünn damals. Du hattest einen fucking Babe-Zipper an, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Ja, und so ein Glitzergürtel. Fucking Babe-Zipper. Das ist crazy, dog. Nee, also crazy klein dog. Auf jeden Fall. Klein und süß war mein erster Eindruck von dir. Klein und süß und lieb. Ja, so. Ich mochte dich auf jeden Fall so wirklich auf den allerersten Schlag, weil ich so. Yes. Bay. Da sind doch geile Fotos entstanden an dem Abend. Der Abend war auch wild. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Macker mit Partyfotos angefangen hat? Ja, ich habe noch ganz weiter hinten angefangen. Sneaker-Fotos, Fotos von Enten. Ja, weil da die Zeit, wo ich sowas gemacht habe, da warst du ja noch voll Influencer-mäßig. Also das war mein erster Eindruck. Mit Pickup-Werbung, ne? Mit Pickup-Werbung, mit Telekom-Werbung, mit man geht andere Reihenseite shooten, mit so, weißt du, was ich meine? Oh yes, Sneaker-Blogger. Also wir waren auf jeden Fall beide noch, wir haben uns beide stark verändert. Ja. Das stimmt. Hat dich jemand deiner Freunde schon nackt gesehen? Hast du mich schon nackt gesehen? Mhm. Noch nicht ganz, ne? Ich glaube, du bist auf jeden Fall von meinen männlichen Freunden the closest to, weil ich meine, wir machen halt Fotos. Aber ich guck nicht. Ehrenmann. Wir machen auch Fotos mit Outfit-Changes in Outdoor, wo ich mich halt irgendwo mitten im Park blank ziehe. Weibliche auf jeden Fall alle. Ja. Aber männliche, glaube ich nicht. Tschüss, was hast du denn für einen Zug drauf? Das ist der normale Zug. Wie lange dauert die perfekte Umarmung plus Test? Ich sag dann Stopp, wenn es reicht. Auch wenn es bei Jana natürlich nie reicht, das ist halt ein Friendship, aber... Yes. 4 Sekunden. Ja, es wird schon schnell quenched, Brody. Ja, das ist das Ding. Also es ist auch abhängig davon, wie lange man sich nicht gesehen hat, aber 4 Sekunden ist, glaube ich, so. Hattest du mal eine Freundschaft plus? Ja. Und gibt's einfach keinen Fick. Hattest du... Nochmal. Hattest du mal eine Freundschaft plus? Ja. Ich kann es jedem ans Herz legen. Es ist wirklich 10 von 10. Ich fand's super. Beste Zeit. Das ist die gekattete Version von der ursprünglichen Antwort. Du bist rein! Aber du brauchst mehr Drink. Warte, I get the drink. Kennst du von früher diese Kinderserie von Kika? Ich hab ja Kika geguckt damals. Ich hab Kika gehasst. Hast du geguckt? So per RTL. Durftest du? Nick natürlich. Ja, guck mal, und du bist aufgedreht und ich nicht. Das kommt davon. Und man kriegt es. Anyways, da gab's eine Serie, die hieß ja Kika. Ja, einfach. Digga, das ist ja deine Wohnung. Nick, ich bin schon ein bisschen betrunken. Gar nicht. Bacari, Yokaidana, Bacari, Yokaidana. Hast du schon mal drüber nachgedacht zu rappen? Gib mir ein Beat. Ich bin Fotograf, ich bin kein Produzent, ich kann das nicht. Young Ned. Okay, ich rap trotzdem jetzt. Young Nello, süß wie Raffaello, auf für Picobello, tragende plus nur Labello. Benutzt du Sextoys? Ja. Ja? Geil, Bestie. Hattest du mal einen Crush auf ein Familienmitglied deines Partners? Erster, nein. Zweiter, nein. Dann nein. Have you ever been sexual on camera?
würdest du wollen? Nee, und ich glaube, nee. Ich könnte gar nicht abschalten, ich würde da voll in meinem Videografen drin sein. Zurück zur letzten Ex oder zurück zum ersten Ex? Hart. Boah, Junge! Das ist hart. Ich habe mir nicht ohne Grund Schluss gemacht, so. Welchen Rapper, Influencer, Schrägstrich Person des öffentlichen Lebens kannst du gar nicht leiden? Oh, Bestie, the tea is fucking hot, mate. Wer den Tee? Da trinke ich lieber. Alles zensierte weiß einfach. Beste Leben. Beste Leben. Sommergewitter oder Schabobspotten? Wir müssen jetzt nochmal kurz beide hören, ich sag ehrlich. Schabobspotten. Sommergewitter an meinem Tag. Mit den Regen ganze Nacht. Schabobspotten ist die Antwort auf die Frage. Definitiv. Das wäre auch so eine Frage von dem Format und ich jetzt halt so Sexfragen haben. Ja, weirdest place you had sex. Geil. Im falschen Bett vom falschen Mensch. Alt, okay. It's valid. It's valid. It's valid. Next one. Hast du mal etwas Illegales getan? Wenn ja, was? Ja. Und darauf trinken wir besser. Besser. Was ist deine schlimmste Angewohnheit? Ich glaube, meine schlimmste Angewohnheit ist, dass ich von anderen erwarte, zu mir so zu sein, wie ich zu mir sein würde. Ich glaube, das ist eine schlimme Angewohnheit, weil du machst dich damit halt nicht happy auf Dauer. Aber zu hohe Erwartungen. Angewohnheiten kannst du dir abgewöhnen. Leute, ich habe hier heute einen Moralapostel neben mir. Einen Poeten. Das ist unfassbar. Ich bitte, einer muss ein Zitatbuch führen über dieses Format hier. Okay, weil es lift, mein Glas ist leer, Besties Glas ist voll. Aber ändere ich gleich. Bestie säuft sich noch einen rein. Freunde, ich hoffe, dieses Video war auf jeden Fall entertaining für euch und nicht nur cringe. Wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch entertained. Checkt auf jeden Fall die Beschreibung und folgt Nick auf Instagram und mir auf Instagram und abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, weil wenn ihr es nicht macht, ist es einfach ehrenlos. Und Glocke aktivieren. Aktiviert die Glocke. Und Glocke aktivieren. Ja, das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Wirklich. Ich werde jetzt schließlich ein YouTube-Comeback machen. Ja, folgt diesem Kanal, weil es lustig und schreibt, mit wem ich das nicht noch betrinken soll. Tschüssi!